Stattdessen lauerten überall Goblins, die nach unerwünschten Gästen Ausschau hielten. Warum Goblins und keine Orks, frage ich mich. Reise durch die Minen. Warum Goblins und keine Orks? Ich sehe einen Kundschafter. Erschieß ihn, bevor er Hilfe holt. Oh. Okay, ich dachte, wir können auch hinlaufen und den ganz schnell. Na gut. Bogenschützen. Ja, und bei den Bogenschützen lag, glaube ich, auch ein Artefakt, ne, wenn ich das richtig gesehen habe. Goblins! Ich sehe einen Kundschafter. Erschieß ihn, bevor er Hilfe holt. Okay. Kundschafter tot. Au. Mal trotzdem alles hier kaputt, auch wenn wir jetzt die Pfeile ja de facto schon haben. Beziehungsweise. Das kann ja trotzdem sein, dass da immer noch irgendwo was drin liegt. Warte! Uah. Gut. Ich verstehe nicht richtig, warum diese Goblins, so wie sie sind, jetzt hier überhaupt noch da sind. Ich meine, die sind ein bisschen zu schwach, oder? Niemals so verkommen lassen. Das hoffe ich doch, Gimli. Ja, Aragorns Geschichte. Hau rein, Sam. Dem Jungen namens Estel wurde sein wahrer Name Aragorn erst gesagt, als er 20 Jahre alt und volljährig war. Da erhielt er die Scherben von Narsil, dem zerbrochenen Schwert, das seinem Vorfahren Elendil gehört hatte. Mit 20 Jahren, ja, ist okay. Ich sehe einen Kundschafter. Erschieß ihn, bevor er Hilfe holt. Mithril-Erz. Aha. Sehr wertvolles Erz, aus dem ja Frodos Kettenhemd gemacht ist. Der König der Zwerge hatte Bilbo Beutlin ein Mithril-Kettenhemd gegeben. Sein Wert war größer als der des gesamten Auenlandes. Naja. Neue Nebenaufgabe, findet 3 Brocken Mithril-Erz. Wofür das denn? Macht Aragorn sich dann eigenes Kettenhemd oder was? Wäre nicht schlecht. Die kleinen Knochen waren von Höhlenwölfen angenagt worden. Es gab hier wenig zu essen und die Wölfe waren... Es ist zu dunkel, sogar für Elbenaugen. Verwende deine Fackel, Aragorn. Irgendwo muss es hier etwas Entzündbares geben. Legolas-Merkmal und hier wahrscheinlich Mithril-Erz, oder? Mithril-Erz. Brocken 2 von 3. Alle Völker wollten Mithril. Es war leicht und dennoch härter als Stahl. Seine Schönheit war unvergleichlich. Der Reichtum Morias beruhte nicht auf Gold oder Edelsteinen, sondern auf Mithril.
Gut, jetzt ist die Frage nur, wo wir den dritten Brocken finden, ne? Es wäre jetzt wieder schade, wenn es am letzten scheitert. Oder werden die auch markiert? Mhm. Hier sieht so aus, oder? Und wir halten einfach mal die Augen offen. Vielleicht finden wir ihn ja noch, den letzten Brocken. Ja, keine Ahnung, wir metzeln die halt so nieder, ne? Ist jetzt nicht gerade herausfordernd. Das wollte ich nicht. Solange die Brücke oben war, konnten wir nicht weiter. Aber die Räder, mit denen man sie herabließ, befanden sich jenseits eines tiefen Abgrunds. Aragorn brauchte eine ruhige Hand, um sie mit dem Bogen zu treffen. Verwende Flammenpfeile, Aragorn! Genau, das funktioniert! Balin muss die Brücke hochgezogen haben, um die Goblins am Überqueren zu hindern. Hoffentlich hat es funktioniert. Nein. Tut mir leid. Wollte nichts verraten. So, Legolas Merkmal gefunden, Angriff und Verteidigung erhöht. Wir sollen dahin. Kommen wir da dann gar nicht rein? Über die Brücke. Die Tür war durch Magie versperrt und bewegte sich kein Stück. Okay. Vorsicht vor den Pfeilen! Alter, ne? Das ist aber wirklich, mein Gott, eine Fummelsarbeit. So. Eine Fülle von Spinneiern in dem Vorsicht. Bereich. Keine Kreatur würde ihre Jungen zurücklassen. Ha! Eine Spinne jagt mir keine Angst ein. Erst von 5 herausgerissenen Seiten aus Balins Buch. Okay.
Nebenaufgabe beendet. Finde die Ursache für die Heimsuchung durch die Spinnen und beseitige sie. Okay. Als die Ursache? Die Mama-Spinne oder was? Ein Hasenpfote erhalten. Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Gegner Objekte fallen lassen. Okay. Ich würde lieber Mithril finden, muss ich sagen, aber... Nicht hier. Schade. Da sind viele Orks. Hm. Sieht schon sehr nach Finale aus da vorne, oder? Jetzt wird da gleich ein großer, böser Freund kommen. Ja, im Nachhinein ist es halt wirklich nur ein Durchgeschnetzel. Ne? Ihr seht es ja selber, es ist jetzt nicht gerade ultra schwierig. Ein einsamer Zwerg war, verfolgt von Wölfen, in diese Höhle geflohen. Aha. Die Fußabdrücke führen weiter in die Höhle. Aha. Das ist ja super. Wäre auch ganz super, wenn hier jetzt das letzte Mithril-Bröckchen wäre, oder? Na, Gott sei Dank. Mithril-Erz! Yay. In ihrem Verlangen nach Mithril hatten die Zwerge zu gierig und zu tief gegraben und das gestört, vor dem sie dann fliehen mussten. Nebenaufgabe abgeschlossen. Schön. Der Zwerg hatte die Wölfe vertrieben. Bilbo hatte einen Harnisch aus Mithril-Ringen, den Thorin ihm geschenkt hatte. Ich habe es ihm niemals gesagt, aber er war mehr wert als das ganze Auenland. Ja, denn Mithril ist ultra geil. Wer die Herr-der-Ringe-Filme kennt, der weiß ja, dass Frodo auch einen gewissen Speerstoß dank Mithril mal eben überlebt hat. Ja. War falsch. Tut mir leid, das wollte ich nicht machen. Ich vertue mich jedes Mal mit der Taste. Das Kampfsystem ist halt sehr einfach, ne? Für den höchsten Schwierigkeitsgrad eigentlich zu einfach. Gimli, der seinen Vetter finden wollte, stürmte vor, um die Brücke herabzulassen. Aber eine Gruppe böse aussehender Orks schob in der Nähe Wache. Wir mussten sie von Gimli fernhalten, während er das Rad drehte. Joa, bekommen wir hin, oder? Aragorns Geschichte. Kurz nachdem er seinen wahren Namen erfahren hatte, traf Aragorn in Bruchtal Elronds Tochter Arwen und verliebte sich sofort in sie. Sie hatte zuvor mit der Familie ihrer Mutter in Lothlorien gelebt, daher hatte er sie noch nie gesehen.
Hey, aber die ist doch die Tochter von Elrond. Warum lebt dann Lothlorien? Verstehe ich jetzt nicht. Okay. Okay, ein bisschen Glück war da jetzt mit dem Spiel, aber Hauptsache geschafft, ne? Wir sind jetzt tief unterm Nebelgebirge. Aha, das ist sehr beruhigend, Gimli. Das ist sehr beruhigend. Viele Stiefelabdrücke von Zwergen waren hier zu sehen. Die Zwerge waren durch ihr Zuhause gejagt worden. Raum der drei Gabelungen. Ah, cool. An diese Stelle kann ich mich nicht erinnern. Der falsche Weg? Im Dunkeln konnten wir nicht erkennen, welchen Weg wir einschlagen mussten. Gandalf brauchte Licht, um den richtigen Weg zu wählen. Im Feuerschein erkannte Gandalf Runen an der rechten Tür. Das ist der Weg. Was? Bist du dir sicher, Gandalf? Das war jetzt nur so sporadisch. Boah. Wow. Was? Gollums halbgegessener Fisch? Den will ich nicht. Nee! Aragorn erblickte eine seltsame, blasse Kreatur, die im Dunkeln lauerte. Es war Gollum. Er war uns durch die Minen gefolgt, getrieben von der Macht des Rings, den er einst getragen hatte. Oh Gott, der sah ja furchtbar aus. Gollum hatte sein fischiges Abendmahl zurückgelassen, als er floh. Das ist toll. Dass ich direkt die richtige Tür erwischt habe. Zweite von 5 herausgerissenen Seiten aus Balins Buch. Yay, wir machen Fortschritte. Wir haben die Tore verbarrikadiert, aber wir können sie nicht lange halten. Der Boden bebt. Ah, und unser Palantir. Voll viel übersehen, ne? Wo bin ich denn jetzt überhaupt genau? Okay. Ja, ist ein bisschen doof, ne? Dass wir keine Erfahrung bekommen, demotiviert natürlich ein bisschen wirklich nach Sachen zu suchen, sag ich mal. Das Gimli-Ding nehmen wir noch mit. Dass ich oben die eine Krone verpasst habe, tut mir echt leid. Aber was wir hier ein Gimli-Ding liegen hatten, das habe ich gar nicht gesehen. Hier in der Ecke, ah, okay. Gimli-Merkmal. Okay, dann haben wir das jetzt. Dann kommt jetzt ein Raum mit ultra vielen Artefakten. Ach, das ist dieser Säulengang. Ach, wie cool. Okay, man sieht auch, also auf jeden Fall Stück für Stück die Level wieder, wie man sie, beziehungsweise die Gebiete wieder, wie man sie aus der Herr der Ringe kennt. Lassen wir Gandalf nachdenken. Eine Pause wäre gut. Hier drinnen ist es immer dunkel.
Woher soll man wissen, wann Essenszeit ist? Man braucht es nicht zu wissen. Okay, gut. Wir haben den Weg gefunden. Hoffentlich. Nichts verpasst, nichts verpasst. Die Kiste bekommen wir eh nicht auf. Okay. Dies ist das große Reich und die Stadt Zwergenbinge. Okay, das sieht geil aus. Ein wahrer Augenöffner, gar keine Frage. Denn dies, mein Freund, ist die Heimstätte meines Vetters Bali. Zwergenbinge. Und Balin ist eigentlich so der sympathischste Charakter aus der Hobbit gewesen. Sie haben uns gewittert. Und sie haben Appetit auf Zwerge. Ja, wie gesagt, einer der sympathischsten Zwerge aus der Hobbit und der, ja, hat leider ein sehr trauriges Schicksal gefunden. Die sind nicht stark. Gar kein Problem. So, hier links geht's ja rein und da haben wir angeblich ganz viele Artefakte. Die würde ich auch gerne Schnell, alle mitnehmen. Aragorn, zerstöre die Tür! Die sieht sehr stabil aus. Die Tür zur Kammer der Aufzeichnungen war offen. Gimli hoffte, dort Hinweise zum Schicksal seines Vetters Balin zu finden. Okay, wir haben hier zwei Artefakte drin. Bitte keine Cutscene starten, bitte keine Cutscene starten. Dankeschön. Erstmal hier. Dritte von fünf Seiten, das ist super. Ach, Aragorn hat sogar jetzt den Abendstern da hängen, das sehe ich ja jetzt erst. Wir können nicht nach draußen, ein Schatten bewegt sich in der Finsternis. Ja, ja. Merry? Boromir hat uns beigebracht, wie man kämpft. Das ist gut. Hat er gut gemacht. Vierte von fünf herausgerissenen Seiten. Wir können nicht fliehen, sie kommen. Balins Axt gefunden. Gimlis schwerer Axtschlag wurde freigeschaltet. Yay. Dann gehen wir ganz kurz draußen nochmal, bevor wir jetzt hier interagieren und irgendwas auslösen. Mal ganz schnell gucken, ob wir draußen die letzte Seite haben. Es führt nur ein Weg hinein und wieder heraus. Es ist eine Sackgasse. Das ist wahr. Da sollte man hier eigentlich nicht drin bleiben, was sehr doof ist. Zwergenbinge. Letzte Seite. Trommeln, Trommeln in der Tiefe. Du hast die rausgerissenen Seiten aus Balins Buch sichergestellt. Und seht mal hier ein Grab. Hier ruht Balin, Fundins Sohn, Herr von Moria. Er ist also tot. Ich hatte es befürchtet. Orks! Sollen Sie kommen! Es gibt immer noch einen Zwerg in Moria, der noch nicht zu Staub zerfallen ist. Na super. Ach du Schande.
auf sie! Das Bogenschützen da oben? Ja, ne? Machen wir die mal schnell tot. Bevor die uns hier von oben mit den Pfeilen ärgern, schnell weg mit denen. Zack, zack, zack. Okay. Ja, Balin ist tot. Und wenn man Der Hobbit liest, ist das richtig traurig, weil in Der Hobbit wächst einem richtig ans Herz. Siehst du, wie sie aus ihren Löchern kriechen? Wir müssen sie aufhalten. Mein Gott, das ist eine große Keule. Ich glaube, langsam habe ich den Dreh raus. Frodo! Nebenaufgabe beendet, den Brunnen zerstört. Moment mal, gibt es noch mehr Nebenaufgaben hier? Geht Troll tot? Wir dürfen hier nicht verweilen. Wir müssen weiter. Das war jetzt aber ein Spruch aus der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, wenn die bei den untoten Soldaten da in der Gruft sind. Das war jetzt aber... Mein Gott, ich erkenne die ganzen Sprachausgaben wieder. Die können nicht einfach die Sprachausgaben aus dem Film klauen. Mein Gott. Bist du gruselig. So, ich soll jetzt weglaufen, ja? Okay. Ja, wir haben gerade ein Problem, ne? Wir haben keine Lebensenergie mehr. Ihr seht es ja selber. Ich hoffe mal ganz kurz, hier in einem Fass was zu finden, was uns heilt. Oder hier in der Kiste, was ich nicht gesehen habe. Aragorn war dem Feind unterlegen und... Moment, das kann nicht stimmen. Ich erzähle dir, was wirklich geschehen ist. In Wirklichkeit kam kein zweiter bescheuerter Höhlentroll, der dem Spieler auf den Keks geht, sondern der erste hat gereicht und deshalb war das danach schon vorbei mit diesen blöden Trollen. Das wäre doch eine Idee, oder? Ich bin dafür, dass wir die Geschichte umschreiben. Ist doch Humbug, was der hier erzählt. Stimmt doch gar nicht. Ladezeit. Wir dürfen hier nicht verweilen. Wir müssen weiter. Gut. Die Aufgabe stand da vorhin gar nicht. Na gut.
Okay, da ist Nummer 2. Höhlentrolle sind tot. Okay, cool. Mein Gott. Was ist das für eine neue Teufelei? Ein Ball. Ein Dämon aus der alten Welt. Ein Feind, gegen den ihr nichts ausrichten könnt. Lauft! Fliehe mit den übrigen Gefährten. Der Balrog kann nicht besiegt werden. Okay. Fliehe vor dem Balrog, okay. Muss jetzt hier ein bisschen auf die Karte achten, weil ich halt schon die Gegenstände mitnehmen möchte. Der einzige Ausgang war durch ein stabiles Tor blockiert. Der Balrog hatte uns in die Falle gelockt. Haltet die Bestie von mir fern, während ich das Tor öffne! Die Wände können ihn nicht zurückhalten. Gimli, kurbel bitte ein bisschen schneller da unten. Das wäre marvelös von dir. Kurbelt gar nicht, das ist genau. Mein Gott. Weil das Zielen so beschissen ist. Entschuldigung, aber wer hat sich das einfallen lassen? Mein Gott, Alter. Also wer hat sich das denn einfallen lassen? Ja, es fehlt halt wie gesagt der zweite Stick, ne? Das ist ein bisschen merkwürdig. So, jetzt geht's ja. Gimli, mach bitte was schneller, ja? Gerade als alle Hoffnung verloren schien, öffnete sich quietschend das Tor. Und wieder flohen wir vor dem Balrog. Na, so ein Glück aber auch. So, jetzt bin ich, hier rechts ist jetzt das Gandalf-Ding irgendwo da. Das gleiche nochmal. Ah, bitte nicht. Ey, ich kann da...
Alter. Oh, ich will schon was sagen. Gimli, mach schneller. Na, komm schon. Gerade als alle Hoffnungen erschienen, öffnete sich quietschend das Tor. Und wieder flohen wir vor dem Balrog. So, dann ist da vorne rechts irgendwo noch so eine Gimli-Medaille. Naja. Wir können ihn nicht besiegen. Der Balrog ist zu stark. Ist das lustig, dass man einfach in den Balrog reinlaufen muss? La la la. Lauf! Das mussten wir nicht zweimal sagen. Hilfe! Alter. Ich habe keine Ahnung, wo es sein soll. Oh Gott, tut mir echt leid, aber der Balrog war direkt hinter uns. Unter uns führte eine zerfallene Treppe zur Brücke von Khazad-dûm. Das Osttor von Moria war fast in Sichtweite, aber sogar hier warteten Goblins. Also entweder Boromir oder Aragorn sind das Greifer von der Brücke runtergefallen. Habt ihr das gesehen? Einfach so gerade runtergefallen. Ich war nie trauriger als in dem Moment, in dem wir dachten, Gandalf sei verloren. Aber es ist doch alles gut gegangen. Gandalf kam doch später wieder zurück. Du hast recht, Frodo. Wir haben ihn wiedergesehen. Aber er war nicht mehr derselbe. Okay. Ich dachte, da kommt ein Bosskampf. Ich wusste, dass es die Trophäe gibt. Er kann nicht vorbei oder er kam nicht vorbei. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es einfach so... Ende. Ich dachte echt, da kommt jetzt noch irgendwie, ja, keine Ahnung, ein Bosskampf oder sowas. Im Herr der Ringe 1, die Gefährtenspiel, gab es auch einen Bosskampf gegen den, wo man irgendwie Abwehr- und Feuerzauber machen muss. Das war so scheiß schwer. Da habe ich mich damals aufgeregt. Ei, ei, ei. Nebenaufgaben alle.
Wissensobjekte alle, Artefakte 2 von 4, Merkmale, Aragorn 2 von 3, naja. Es ist okay, ich bin zufrieden. Okay, dann machen wir jetzt aber hier auch Schluss. Und also ich mache eine Pause, ich nehme gleich nochmal auf, wie gesagt, Herr der Ringenacht und so weiter und so fort. Aber ich brauche ein Päuschen, weil ich nochmal eben jemanden anrufen muss. Na gut, vielen Dank fürs Zuschauen bei der Herr der Ringe, die Abenteuer von Aragorn. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter. Ich schätze mal, dass Lothlorien kein eigenes Level ist, oder? Oder doch? Und da haben wir wieder so ganz viele Nebenaufgaben. Oh, bitte nicht. Also lieber so wie jetzt Moria. Es macht mehr Spaß als diese blöden Nebenaufgaben. Die sind echt irgendwie ein bisschen frustrierend. Na gut, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. The Lord of the Rings, Aragorn's Quest. Coming to Wii and the PlayStation Move Motion Controller.